Gott. Kein Power-Up gelb ist hier. Oh mein Gott. Oh, jetzt wollen sie es wirklich wissen, glaube ich. Hier. Hier wollen sie es jetzt wirklich wissen. Oh Mann. Oh nein. Ja, ihr seid ja lustig, als ob ich jetzt hier alle sammle. Nee. Kann man bitte der zweite Blaustern kommen? Ach, den habe ich doch wahrscheinlich eh schon verpasst. Oh Mann, Junge. Dieses Level fuckt einfach ab. Das letzte Level. Auch sehr. War sehr nervig. Dieses Level. Ja, ist auch sehr nervig. Ich darf gleich wieder in die erste Welt zurückgehen. One-Ups sammeln. Ich freue mich schon drauf. Nein, tue ich eigentlich nicht. Na! Das ist sehr viel schlimmer, ist ja fast schlimmer als im Sonnenschein. Hey, warte, und das war nicht gerade Zuckerschlecken, ja? Mann, komm, please. Oh, wir können fliegen. Außer ich verliere es jetzt, dann wird verkackt. Achso, ich brauche das sogar jetzt. Oder? Wo ist er denn jetzt? Oh, zweiter Stern! Nein! Also, da habe ich jetzt den zweiten Stern gepackt. Ehrlich. Das finde ich jetzt scheiße. Wo ist er denn dann? Bruder. Hier? Nein, nein, da geht er runter. Hier? Was bist du überhaupt? Cooper-Panzer. Cool. Okay, interessant. Oh, ich nehme schon 27 Minuten auf insgesamt. Hilfe! Muss das alles runtercutten, dass es irgendwie noch erträgbar ist. Tut mir leid, dass diese Folge auch so lange ist, so wie letzte Folge. Also nicht genauso lang wie. Oder ist es vielleicht? Es kann sein, dass es genauso lange wie letzte Folge ist, aber. Tut mir leid dafür. Ja, wo lang? Links oder rechts? Ich gehe mal rechts. Komm. Okay, rechts ist nicht gut. Ich nehme aber schon mal den Checkpoint mit. Muss ich den anderen Bullshit nicht machen? Wow, dein Ernst? Oh Mann. Das gibt's doch ehrlich nicht. Ich darf das gleich Level neu machen. Das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Weil ich glaube, das wird ja alles zu lang. Nein! Ich nehme eine fucking halbe Stunde fast auf. Oh. So, wahrscheinlich ist das hier schon längst eine, die nächste Folge, die danach kam. Weil ich glaube nicht, dass ich euch das gebe. Also, dass euch das gibt. Deshalb glaube ich, mache ich das alles in der nächsten Folge reinpacken. Tun ja. Daher, hi Leute, kommt zu einem neuen Video. Oder so, komm. Ja, tut mir leid, ich bin den Cut da, aber. Ne? Also, ich nehme einen schweren Level. Das ist schon kacke. So, wo habe ich die alle verpasst? Das werden wir gleich sehen. Ja, ich kann euch auch schon mal begrüßen. Willkommen zu einer neuen Folge von Sonic. Wow. Nein, 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 noch nicht inaktivieren, noch nicht aktivieren. Nein, jetzt bin ich noch wieder. Nein, ich habe nur noch 5 Vollups. Nein! 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 Okay, ich habe mich eingestellt. Ja, okay. Die hier sind schlimmer als ein Sunshine. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Rauf da! Oh mein Gott. Okay. Magie bringt eigentlich eh nichts. Bum, baum, baum, baum. Vor allem, ich darf das wahrscheinlich gleich nochmal machen. Weil ich irgendwas übersehen habe, wo ich mir sicher bin, dass ich alles geprüft habe. Aber okay. Ach, Junge. Münzen! Ich sterbe für Münzen! Hilfe! Also ich jetzt gerade selbst gestorben bin. So extra oder so. Oh. Aber, ja. Trotzdem, ja. Seht ihr? Das war so klar, dass es der dritte war. Dann darf ich nochmal in das Level gehen. Geil. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich hole kurz 10 Sterne, hole Warm-Ups und dann mache ich erstmal eine Pause. Oh Mann.
Mann. Wahai. Werde ich hier gefoltert machen? Ja. Ist doch uncool, ey. Oh mein Gott! Nein! Ich hab gewusst, hier gab's irgendwo was. Aber ich wollte halt da nicht länger bleiben, weil ich dachte, sonst verreck ich und so. Oh Mann! Oh Mann! Komm, Cooper Chell. Mach ihn down. Danke. Das gibt's doch echt nicht, Mann. Das ist doch. Guten Morgen. Ja, nein, Spaß. Hi Leute. Ja, jetzt nehmen wir noch ca. 15 Minuten oder so auf. Es ist schon ein paar Tage her. Vielleicht sogar eine Woche oder so. Und ich muss euch was gestehen. Ich bin einmal Game Over gegangen. Offscreen in dem Level. Ja, ich hab's aufgenommen. Zum einen war mein Commentary da mega scheiße. Aus dem Grund, da das Level sehr, sehr verwirrend ist. Und da werden so Mechaniken gezeigt, die man gar nicht weiß, von denen man gar nicht wissen kann. Und ich musste extra ein Video nachgucken. Also halt suchen auf YouTube Leute, die das Level gespielt haben, wie die da die 3 Sterne bekommen haben. Und ich dachte, man braucht unbedingt dieses Power-Up hier, um die Sachen zu bekommen. Aber man wird schon merken, dass man spätestens beim zweiten dann nicht mehr weiterkommt mit diesem Power-Up. So, was ich immer gemacht habe, am Anfang, hier, das habe ich geskippt. Ja, gerade noch so geschafft. Hier hochgesprungen. Und dann einfach hier auf der Seite gibt es den ersten Stern, der wird schon als genommen. Wird zählt das auch immer, So, aber was ich nicht wusste, dass bei da hinten, weil da so viele, so viele Bricks sind, da muss man einfach warten, dann kommen die hier wieder. Und hier, dann braucht man das Power-Up, dann gibt es hier eine Brücke, dann kommt man hier weiter. Ich nehme jetzt auch mal das Power-Up. Ihr wisst schon, hier das Krabums Football Shock Outfit hier. Dann geht es hier oben weiter. Ja, Checkpoint. Hier gibt es auch das Power-Up. So, und bei den beiden ist beides das gleiche. Die schießen beide in die gleiche Richtung und machen beide das gleiche. Ich habe mich hier sogar mal umgebracht. Einfach weil ich dachte, ja, beim anderen Schalter gäbe es irgendein Secret, aber. Nein. So, wo der dritte ist, das weiß ich aber noch nicht. Denn ich habe nur bis zum Boss gekommen und dann habe ich halt aufgehört. So, und hier dachte ich halt, man braucht dieses eine Flugpower, aber man hat ja gesehen, man kommt ja nicht mit dieser Plattform ohne das Flugpower ab hoch. Und was man machen muss? Wie kommt man auf sowas? Bam! Sie zurückschießen! Hä? Ich meine, ist schon cool und so, dieses Feature und was weiß ich, aber ich meine, wie kommt man darauf? Das regt mich halt echt auf. Das ist der dritte? Warte, was? Ach so, das habe ich gar nicht gemerkt, da unten. Das habe ich jetzt auf der Eile voll vergessen, dass hier auch noch einer war. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall merkt ihr, das Level ist so verdammt kurz und ich bin kein Fan von dem Level, vielleicht merkt man's. So, ich werde es auch eben mit euch hier spielen. Habe jetzt keinen Bock zu cutten, das lohnt sich so wenig. So, ich bin kurz gestorben, damit ich wieder schnell nach hinten komme, weil, ja, kein Bock zu warten. Okay, so, jetzt müssen wir da den Stern leider nochmal machen, aber. Der ist ja eigentlich voll einfach. Einfach Schnappattacke. Und dann wird man Oma schon treffen. So, auch die beiden. Komm, jetzt stirbt doch endlich mal. So, der sollte treffen. Ja, okay. So, und dann, da oben ist schon das Ende. Hier oben geht schon der Bosskampf los. So, wer der Bosskampf ist, das weiß ich noch nicht. Aber bestimmt nicht irgendwie dieses Garados. Okay, was auch, was wenn das Garados ist. Und es ist Onyx. Ja, komm, sei leise, Onyx. Ja, dein Bruder Agatha ist gestorben, jetzt kommt Onyx. Und ich glaube, da unten stirbt man, wenn man einfach hier in das Gras reingeht. Oh, bin ich dumm. Sorry, Leute. Aber ich glaube, man kann ja unten, wird hier unten sterben, wenn man da ins Gras reingeht. Aber weiß ich nicht. Ich will es nicht ausprobieren. So,
Aber was macht er? Er macht wieder. Die kann ich nicht killen! Ja, ich kann ihn nicht killen! Ich brauch das Power-Up, sonst kann ich den nicht killen, Mann. Oh Mann, ehrlich jetzt? Bisher 4B, das schlechteste Level im Spiel. So, und wie der Bosskampf funktioniert, habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, der funktioniert einfach genau wie die anderen, sieht nur halt komisch aus, sage ich mal. Aber warum schwimmt der im Gras? Und können wir nicht erzählen, dass das kein Gras ist oder kein Baum, keine Blätter da vom Baum. Baum, genau, Baum. Wir sind ja auf einem riesengroßen Baum drauf, oder nicht? Na, egal. So, Onyx. Der Level war ziemlich scheiße. Was hast du so zu bieten? So, jetzt sind die Gegner wieder. Oh mein Gott. Habe ich gerade wirklich gemacht? Ist das gerade wirklich passiert? Oh mein Gott. So, okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, wow. Okay, so, was macht er? Was machst du, hä? Oh, jetzt kann ich ihn angreifen, oder? Bam! Treff ich? Yes, getroffen! Ja, komm! Hä? Ich check gerade wirklich den Bosskampf nicht. Tut mir leid, dass ich gerade wirklich sehr, sehr komisch bin, aber ich check den Bosskampf nicht. Was macht er? Ach, die Gegner schon wieder, die nerven doch. Kommt mal alle hier zur Seite. Oder killt euch gegenseitig, finde ich auch gut. Hä? Was ist gerade passiert? Hä? Okay, das tut mir wirklich leid, dass ich jetzt gerade so scheiße bin, aber dieses Level sagt einfach. Bitte sagt mir, dass das Special Level und die fünfte Welt, dass er die letzte Welt ist, Leute. Das ist der letzte Bosskampf vor dem letzten Bosskampf. Also der vorletzte Bosskampf, so gesehen, des Spiels. Ja, haben wir schon gesehen. Komm, skip. Okay, versuche mich jetzt ein wenig mehr zu konzentrieren. Aber seit wann kann Onyx Feuer speien? Und ich habe by the way gesehen, ja, ich habe auch wirklich gesehen, dass der Boss aus der dritten Welt nicht der gleiche war wie aus der ersten Welt. Das war ein anderer. Das habe ich jetzt auch gecheckt, Leute. Ist okay. Hat zwar jetzt niemand geschrieben, aber ja, ich habe gecheckt. Ist okay. Ich habe gecheckt. Oh lol, ich wollte da gar nicht runter. Aber ja, jetzt hat man es bestätigen können. Da unten stirbt man. Oh, Mann! Komm schon, ich habe jetzt keinen Bock zu cutten. Das ist jetzt echt lame, wenn ich jetzt den ganzen Bosskampf cutten muss. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, ne, dann mache ich das wieder nochmal neu. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. Also komm, aufpassen hier. Okay. Erstmal spuckt er mich an mit Feuer. Das ist ja easy. Das ist... gar nichts mehr, Mann. Ich habe noch keinen Bock mehr. Als ob ich jetzt mein Power-Up verloren habe. Als ob, laber doch nicht. Oh Mann. Oh nein, bitte lass das. Bitte lass das. Okay, der eine ist irgendwie gestorben aus irgendeinem Grund. Warum auch nicht? Ach so, wenn die mich berühren, dann sterbe ich ja. Komm, okay, noch einmal Mama. So waren so lange, bis ich Game Over habe. Sonst, ja, keine Ahnung. Nach Game Over passiert by the way überhaupt nichts. Aber das ist schon wieder sowas, da frage ich mich, wozu gibt es Game Overs in Spielen, wenn die einfach überhaupt nichts bringen? Ich meine, ja gut, Game Over. Ja, und dann? Ja gut, dann zählen die Tickpoints für das eine Level nicht mehr. Wow, also ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie echt mega lame, sowas. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ihr so von allgemeinen so Game Overs und so haltet. Bam, weg mit dir, weg mit dir. Den kann ich sogar mal killen. Oh lol. Ja, wenn die aber auf diesem roten Teil stehen, dann kann ich die aber schwer killen.
Dann wird es schwer. So, zack, den habe ich auch mal auf jeden Fall down. Habe ich bei diesem Attack, bei dieser Attacke keine Probleme mit. So. Okay, so, jetzt könnte ich hier, kann ich abschießen, ne? Kriegt noch mal ein paar Coins. Zack. Und jetzt BAM! Sonst kommt er auf die Mitte zu, ne? Ja. Und jetzt? Ah, Stampfattacke! Oh, okay. Okay, jetzt get it. Nochmal die gleiche Attacke. Immerhin sind es nicht die Gegner. Die haben mir bisher am meisten Schaden zugefügt. So, ich spiele nochmal Feuer. Aber Feuer ist wirklich easy. Keine Ahnung, warum ich vorhin getroffen wurde. Das war eigentlich mega dumm von mir. Jetzt kommen nochmal die Gegner. Na. So predictable. Bam! Du Smallman! Was wird das jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Kannst du bitte rausgehen? Oh Mann. Oh Mann, ich hasse es. Oh Mann, ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Wisst, was es ist, was passiert ist. Ich hasse es so sehr. Und dich hasse ich auch, gestürmt, Mann. Mann, ich könnte so ausrasten wegen gerade. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Wow. Wow. Ich mach diese Feuerteile. Hab ich gar nicht gemerkt vorhin. Wow, aber jetzt kommt die Rakete wieder. Hui! Komm, du kannst gar nichts. Du bist eine Nullnummer. Genau wie deine anderen Brüder. Du bist nicht mal ein richtiges Garados. Du bist ein fucking Onix, Mann. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Farbe der Endboss dann hat. Bom. Du hast keine Attacke hier. Wow, das ist fies. Wow. Aber stimmt, ich kann ja das Feuer abwehren. Irgendwie, dann ist es doch nicht so fies. Nur wenn du das Power-Up nicht hast, dann bist du echt. Ja, schon geliefert, aber. Na gut, man kann es einfach noch ausweichen. Ist aber schwer. Schätze ich mal. So, weg. 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 Jetzt kriegst du richtig aufs Maul. Heia! Down. Geschafft. Wir haben alles. So, da nicht reingehen, weil das schippt man einfach. Wisst ihr ja vom letzten Mal. War es letzte Folge überhaupt? Oder war es vorletzte Folge? Eh, naja, egal, wie auch immer. So, wir sind schon bald jetzt fertig mit dem Let's Play. Gegen ein bisschen kurz. War auch erwarten. War auch zu erwarten, aber ist egal. Ich hoffe, die nächsten Level werden zumindest dafür ziemlich cool. Oh, oh man, ja. Yeah. So, ich glaube, ein Level noch, ein Special Level, das packen wir jetzt noch rein. So, das ist das Bild. Und, ja. Ich glaube, das nehmen wir so als Thumbnail. Das passt gut zu meinen Emotionen gerade. Naja, egal. Drachentöterin! Yay! Ich bin Drachentöterin. 4S. Schnell und hektisch. Und by the way, habt ihr mehrmals gemerkt, dass immer dieser Bug kommt, wenn ich draufdrücke. Und dann kommt dieses Play-Button, dieser Play-Button nicht. Wenn ich gedrückt halte, ist es wahrscheinlicher, dass dieser Bug auftaucht. Also einmal kurz drücken und dann sollte es klappen. Schnell und hektisch. Yes. Oh, oh mein Gott, das ist dieser. Ah, ah. Dieses Bonus-Schweinchen. Bam. Ach so, ist das jetzt das ganze Level? Warte, ich habe nur noch 3 Sekunden. Nein, komm her. Ja! Verdammt, ich habe nur noch 50 Sekunden jetzt, oder? Ja, 50 Sekunden. Ja, komm her, du dummes Schwein! Nein! Ich schaff das nicht mehr! Fuck, ich sterbe! Nein! Jetzt komm her! Mann! Ach so, was geht? LOL! Letzte Sekunde! Okay, Leute, Tipp für euch, Stampfattacke machen.
Stampfattacke ist das, ist jetzt hier das Schlüssel. Ja, nicht das Ziel. Aber hier ist das Ziel. Lalala. Dummy Faker 2.0. Sternkrampf hier. So, Leute, fünfte Welt. 5-1. Heißer Boden. Komm, den machen wir noch in dieser Folge. Die Musik nervt mich mittlerweile so ein wenig. Sie sind unsichtbare Coins, das sieht man ja. Die nehme ich aber mit. Ich habe gerade ein wenig bessere Laune. Was auch gut ist. Wenn man wollen, will ja nicht mit schlechter Laune ein Video machen, ne? Ist dann eher nicht so gut. Okay. So, ich habe wieder Angst, dass ich den Stern oder halt den ersten Laufstein halt irgendwie verkacke. Irgendwie nicht finde oder so. Das meine ich. Das regt mich so auf. Man muss immer warten, bis er gesprungen ist. Sonst kann man nicht mehr springen. Was ist das? Achso, der Stern kommt aber auch so selten mal vor. So, aber in die Lava kann ich mit dem, glaube ich, nicht. Will ich es nicht ausprobieren? Könnt ihr ja ausprobieren. Aber wo ist der erste Stern? Das kann doch gar nicht sein, dass der erste Stern noch nicht da war. Na gut, kann doch sein, aber... Komm schon, ich bin jetzt eh nicht mehr arm hier. Damit ich ein gutes Gefühl habe. Damit ich weiß, dass ich hier nicht verpasse. Aber nein, nirgendwo ist er. Hier was? Nö, nur Power-Ups, ey. So, hier sind die zwei... was sind das für Pokémon, ne? Na gut, sind eigentlich gar kein Pokémon, irgendwie. Weg mit dir. Tschüss. So, sag mir bitte, das ist der erste Stern. Ja, so der erste Stern. Juhu. Juhu. Okay, da ist noch mal ein Stern. Der sollte nicht so schwer sein. Schätze ich mal, ja. Na gut, so schwer war es auch wieder nicht. Das war ganz einfach. Zack. Schöne Begrüßung hier in die fünfte und letzte Welt. Aber natürlich machen wir nach der fünften Welt noch die Bonus-Welt. Diese, ne, ihr wisst schon. Die man nur bekommt, wenn man alles sammelt. Warum lasse ich mich treffen? Warum habe ich jetzt kein Power-Up bekommen von dem? Oh Mann. Das ist doch doof und so unfair. Mann, ey, ich zeig das an. Betrug. Alter, das ist nicht okay. So, das sag ich meiner Mami. Und mein Vater arbeitet bei Minecraft. Und der macht dich kaputt. So, krieg ich mal ein Power-Up hier? Ich wollte schon sagen, ja, das Level ist gar nicht mehr so schwer, ist ganz chillig. Ja, chillig ist auf jeden Fall hier dabei, aber chillig ist es nicht. Keine Power-Ups. Wo ist der dritte Stern? Der muss aber kommen, oder? So, endlich mal ein Checkpoint, immerhin. Dann werden wir in der nächsten Folge mit der Welt weitermachen. So, ich glaube, rechts. Hier lang mit dem, oder? Bitte sag mir, ist das richtige Weg für den Stern? Oder geht's hier weiter? Nee, da ist der Stern! Oh mein Gott, ja! Ja, da ist der letzte Stern! Jetzt ab zum Ziel! Ich will hier raus! Schnell weg hier, Mann! Bruder, wo ist mein Pedal? Eigentlich hasse ich ja diesen Bruder, muss loslieben, ne? Das ist halt einfach irgendwie nicht wirklich lustig, so. Keine Ahnung. Und sowas wie Ehrenmann finde ich auch nicht lustig oder cool oder was auch immer. Wow, fuck! Ich hätte meinen Power-Up gebrauchen können. Ja, weil ich jetzt sterbe. Oder auch nicht, noch nicht. Bah, Mann! Aber dieses, Bruder, ich brauche mein Pedalo. Keine Ahnung. Also, das finde ich noch im Vergleich zu den anderen noch ganz okay, wenn ich ehrlich bin. Okay. Soll das also einfach sein? Ja, das war einfach. So, und jetzt ab zum Ziel!
zum Ziel! Bam 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 bam. Oh ja, ich habe schon mal Hoffnung, dass diese letzte Welt hier ziemlich geil wird. Wenn es euch auch so gefallen hat, mehr oder weniger, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei 5.2, 5.3, 5.4 und 5b. Oder mal gucken, wie weit wir es halt schaffen. Und ja, dann haut rein, Leute, und schönen Tag noch. Tschüssi!